Hallo Mädels, heute habe ich ein kurzes Modellagevideo für euch und zwar mit den Produkten von Semilac. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zusehen. Als allererstes habe ich die Naturnägel vorbereitet und einmal verlängert und nun trage ich einen Primer auf. Als erstes benutze ich einmal die Power Base als Haftschicht. Und diese massiere ich wirklich ganz, ganz dünn in den Naturnagel ein und härte das Ganze dann für 60 Sekunden in der LED-Lampe. Ich trage jetzt einmal das Simple Aufbaugel auf und zwar eine ganz, ganz dünne Schicht und das Ganze härte ich dann einmal aus. Nun benutze ich einmal ein Make-up-Gel, um ein wenig die Naturnagelunebenheiten zu kaschieren und das Ganze härte ich dann wieder aus. Ich benutze jetzt einmal das pinke Aufbaugel, auch aus der Smart-Serie. Ich habe festgestellt, dass alle Gele, die ich bis jetzt benutzt habe aus der Smart-Serie, nicht heiß werden. Weder in der LED-Lampe noch in der UV-Lampe. Ich empfehle es wirklich jedem, der wirklich so hitzeempfindlich ist, geschweige denn die Kunden, die wirklich hitzeempfindlich sind. Schaut euch mal die Gele an, zur Not eine Probe bestellen und das wirklich mal austesten. Bei mir war das der Fall und ich kann es bloß so weitergeben. Ich bin absolut begeistert und empfehle es wirklich jedem weiter. Thank you.
Ich habe jetzt einmal die Modellage in Form gefeilt und habe sie angebuffert. Und nun zeichne ich mit einem dünnen Pinsel ein schwarzes French auf, wo ich anschließend dann ein bisschen Chamäleon-Pigment eintreiben werde. Ich bin nicht die Beste im French-Zeichnen, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wenn ihr noch richtig gute Empfehlungen habt, und zwar für einen Smiley-Pinsel, dann lasst es mich doch einfach mal wissen und schreibt es unten in die Kommentare. Ich habe ja ein schwarzes Farbgel ohne Schwitzschicht verwendet, das heißt nach dem Aushärten kann ich wirklich direkt dieses Chamäleon-Pigment einarbeiten. Ich verlinke euch unten einmal in der Infobox das Video zu den Chamäleon-Pigmenten, wie ich die Pigmente verarbeite. Mit einer trockenen Zelette habe ich jetzt einmal die überschüssigen Pigmente noch entfernt. Ich gehe jetzt noch einmal vorsichtig mit einer Feile an dem freien Nagelende entlang, dass, wenn ich dann versiegelt habe, auch wirklich nichts abplatzt. Ich benutze jetzt einmal das Top-Gel, das ist ein Versiegler ohne Schwitzschicht und ich kann euch sagen, der ist wirklich der absolute Knaller. Also ich war die Tage dann noch unterwegs mit meiner Tante, die hat die Nägel bekommen und ich musste die ganze Zeit auf ihre Nägel gucken. Ich habe noch nie so glänzende Nägel gesehen. Also ich habe die letzten Tage, Jahre schon extrem viel getestet, gerade an Versieglern, und der glänzt so mega. Die Caro kann euch das auch noch mal sagen, ich habe ihr ja noch an dem Tag ein kurzes Video geschickt. Also ich bin absolut begeistert, eine Top-Preis-Leistung vor allem. Also schaut den euch unbedingt mal an und wenn ihr den habt, dann lasst mir doch einfach mal ein Feedback da, ob es bei euch genauso ist oder ob eure Meinung genauso ist.
Nun benutze ich einmal noch das cremische Weiß und damit setze ich noch ein paar Blütenakzente und das Ganze härte ich dann wieder aus. Das ist nun einmal mein Ergebnis. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Ich verlinke euch unten in der Infobox auch einmal unsere tolle Facebook-Gruppe und sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.